Eben, Damen und Herren, Sie sehen, es hat eine weitere Transformation stattgefunden, nachdem es vom Bergbau zur Industriegesellschaft ging und von dem Automobilbau zu der Digitalisierung hat es jetzt damit zu tun, dass ich vorher gestanden bin und sitze jetzt zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Konrad Faber und heiße alle herzlich willkommen hier im O-Werk als auch an den angeschlossenen Endgeräten zu einer besonderen Session, mit der wir auch versucht haben, den Spirit des Festivals gerecht zu werden, zu reflektieren. Deswegen haben wir es uns jetzt etwas gemütlich gemacht, werden die nächste Stunde auf der Couch sitzen können. Eine Couch ist leer, das ist nicht der heiße Stuhl, sondern das ist die Gäste-Couch. Das heißt, wir werden im Verlaufe des Programms Gäste und Gästinnen hier begrüßen und über Themen sprechen, die mit dem Kooperationsnetzwerk KNÖR zu tun haben und über Infrastruktur, aber auch über OER-Communities. Am Ende werden wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Dann würde ich bitten, dass wir mal die Folien einspielen. Die Folien werden gleich eingespielt. Ich kriege ein Signal, ich soll Zeit überbrücken, Konrad. Ja, okay. Dann fangen wir doch schon mal an. Ja, die erste Frage kann ich ja auch vorwegnehmen. Das Kooperationsnetzwerk KNÖR, oh, jetzt ist es da, ich danke. Also ich fasse nochmal zusammen, das habe ich ja eben schon mal mündlich gemacht. Wir werden sprechen, was ist überhaupt dieses KNÖR? Ist es eine neue Suppenmarke oder vielleicht was ganz anderes? Also da versuchen wir, sie alle ins Boot zu holen. Dann werden wir uns auch eine Webseite live und in Farbe angucken und zentrale Angebote und alle hier auch herzlich einladen, sich daran zu beteiligen. Also es ist kein elitärer Club, auch wenn wir jetzt hier auf der Bühne sitzen, ne, wo es vielleicht so eine Distanz ist, ne, da muss man auf eine Treppe, ist es nicht. Wir wollen offen sein, ne? Wir wollen dieser OER-Bewegung entsprechen und deswegen alle herzlich einladen. Dann geht es nochmal um ein technisches Thema, aber nicht um der Technik willen, sondern Technik als Mittel zum Zweck, eben um Lehre zu verbessern, zu vernetzen, zu öffnen. Da haben wir ja den spannenden Vortrag von Klaus Wannemacher gehört. Keine Angst, er wird hier nicht nochmal den gleichen Vortrag auf doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit halten, sondern wir werden in einem Gespräch die zentralen Thesen dieser Studie diskutieren und auch vor allen Dingen dann mit Ihnen und euch hier versuchen, wie kommen wir da in die Umsetzung, in die Anwendung. Dann freuen wir uns besonders auf ein Beispiel für eine sehr wertvolle, sehr einflussreiche OER-Communities, nämlich die sogenannten Orca-Netzwerkstellen. Das ist eine Besonderheit des Landesportals Orca-NRW. Die Damen und Herren sitzen hier auch schon fröhlich im Publikum und zwei ausgewählte Damen würde ich dann auf die Bühne bitten, um sie alle da einzuführen. Was machen denn die Orca-Netzwerkstellen und warum ist es vielleicht sogar ein Stück weit paradigmatisch für OER-Communities, auch für andere Bundesländer, die nicht das Glück haben, wie wir hier im schönen Bundesland Nordrhein-Westfalen über Orca-Netzwerkstellen zu verfügen. Und am Ende werden wir nochmal versuchen, Konrad abzuheben, die Flughöhe zu erhöhen und zu schauen, ja, wie kann es weitergehen, woran müssen wir jetzt eigentlich arbeiten, also raus aus dem kleinen Client, mal den Blick, ne, du siehst ja, hier ist ja auch die Glasfront offen, der Blick weitet sich, der Horizont ist offen, aber wo kann es hingehen und das versuchen wir gemeinsam auszuloten. Da auch gleich die herzliche Einladung, also wie gesagt, wir wollen jetzt hier keine geschlossene Diskussionsveranstaltung machen, sondern alle sind wie gehabt eingeladen mitzudiskutieren. Ihr im Publikum habt das Erstwortmelderecht. Im Stream werden wir natürlich auch immer im Blick behalten, wenn es da Beiträge gibt, dann kommen die natürlich auch gerne zu Wort. Genau, damit würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was ist überhaupt KNÖR und warum gibt es KNÖR? Und deswegen habe ich hier auch den Konrad Faber dabei, weil er als einer der Ersten, noch vor mir, noch vor meiner Zeit, sich schon damit beschäftigt hat, mit dem Gedanken, ein Netzwerk zu gründen. Und das hat jetzt den vielleicht etwas kryptischen Titel KNÖR. Deswegen würde ich dich bitten, Konrad, klär uns doch mal auf, was hat es mit diesem ominösen KNÖR auf sich? Ja,
Versteht man mich gut? Ja, alles gut, wunderbar. Ja, was ist Knörr? Wie hat sich das entwickelt? Man kann eigentlich schon sagen, Knörr hat sich formiert, ja? Weil irgendwie der Gedanke einer klugen Zusammenarbeit lag irgendwie immer näher. Und es hat sich mit einigen Bundesländern das begonnen, ne? Dass man zusammengearbeitet in wichtigen gemeinsamen Fragen. Und dann hat auch die AG Digitalisierung und die Kultusministerkonferenz war groß daran interessiert, im Zuge der KMK-Strategie und der Empfehlung hin zu Interoperabilität auch ja, diese Zusammenarbeit ein Stück weit auf verlässlichere Füße zu stellen. Ja. Und da hat sich dann am Ende eigentlich Knörr herausgebildet. Und wir haben jetzt 7 Pate schon drin. Einige sind auch noch in den Startlöchern beizutreten. Ich sehe auch hier, Sebastian Mehtag sitzt hier von Thüringen. Online sind noch andere gerade mit auch dabei, aus Hessen, aus Hamburg. Wir haben Baden-Württemberg noch drin im Moment. Ja. Und, also das ist eine schöne Bewegung. Wir sind noch ein junges Netzwerk und wir haben begonnen an OER-förderlicher Infrastruktur in Dienste. Das heißt, solche Themen wie Metadatenstandards ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, das hat auf Basis einer Arbeitsgruppe, die nannte sich AG-OER-Repo, das war sogar der Nukleus von Knörr, haben wir damit begonnen. Aber mittlerweile gibt es noch weitere Arbeitsgruppen zum Thema Qualität, zum Thema Produktion und Programme, aber auch zum Thema Policy and Governance. Und jetzt in diesem Jahr wollen wir auch noch andere Arbeitsgruppen hinzufügen. Das heißt also, unsere Arbeitsweise ist in offenen Arbeitsgruppen. Jeder ist eingeladen, da mitzuwirken. Und Knörr, würde ich sagen, ist eine intelligente und kluge Form der Zusammenarbeit, ja, die vielleicht nicht zu nah an der Politik ist, und aber noch nah genug an den Hochschulen, an den Ländereinrichtungen, um ja, im Grunde genommen eine gute Arbeit entlang gemeinsamer Interessen zu schaffen. Du hast jetzt viel von Wir gesprochen. Wer ist denn jetzt dieses Wir? Sind es Einzelpersonen oder wie kann man sich das vorstellen? Also wer ist jetzt ganz konkret bei Knörr dabei? Ja. Also dadurch, dass hier Orca und VZP gesagt haben, kommen wir unterstützen das auch mit finanziellen bzw. mit Personalkapazitäten, gibt es eine virtuelle Geschäftsstelle, der Martin, wo sitzt er? Hier sitzt er, der Daniel und der Tim ist online zugestellt, das sind so die hart arbeiten. Ja. Und aber natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus den Netzwerkpartnern hier, Sebastian Mehtag, Peter Rempes von Sir, Paulina Rinne in Hessen Hub, Marc Göx von Multimedia Kontor Hamburg. Wen habe ich noch vergessen? Also es sollten am Ende irgendwie 6, 7 sein. Und wir treffen uns da regelmäßig, wir arbeiten entlang wichtiger Fragen. Genau, Sachsen, Alexander Klaus. Das ist eigentlich Knörr, wobei wir eine differenzierte Form der Zusammenarbeit dadurch haben, dass wir die Arbeitsgruppen geöffnet haben. Also dort arbeiten Menschen, die zum Beispiel an Repositorien interessiert sind, die an Metadatenstandards interessiert sind, die an Governance interessiert sind. Da kommen jetzt auch die österreichischen Kollegen, die auch an der Stelle schon ein Stück weit weiter sind. Das kann man offen sagen, was das Thema Policy und Governance anbelangt. Und ich denke, da werden auch noch in dieser offenen Struktur noch weiteren zukommen. Das heißt, wir haben eigentlich so ein nicht unbedingt Spagat, aber wir haben ein gutes Zusammenspiel zwischen verlässlicher Struktur, aber auch Offenheit entlang von interessierten Themen. Genau, also das versuchen wir zusammenzufassen. Also konkret Mitglied sind ja Einrichtungen wie eben VCAP oder Multimedia Kontor Hamburg, also sogenannte Landeseinrichtungen, die wiederum unter sich viele Hochschulen versammeln. Aber natürlich wird es vorangetrieben von lebenden, echten Personen, ja. Ne, so wie Tim, Martin und Daniel. Und die Besonderheit ist eben, dass es über diese eher formale Schiene mit den Landeseinrichtungen auch die Möglichkeit gibt, dass alle, deswegen machen wir das heute auch hier, alle eingeladen sind, sich zu den Themen auszutauschen. Da werden wir gleich auch noch ins Detail gehen und uns das mal genauer angucken.
Also die Frage, wie arbeitet Knör, hast du jetzt, glaube ich, schon ziemlich gut zusammengefasst. Also wir haben eine verlässliche Struktur, das heißt, es gibt auch sowas wie Mitgliederversammlung, es gibt regelmäßig, haben wir jetzt eingerichtet, Knör-Dialog, also wo wir Themen wie jetzt zum Beispiel die Studie, die Klaus Wandermacher vorgestellt hat, uns nochmal vornehmen, die diskutieren, um auch Wissen zu generieren, ne, und auch vielleicht mal in die Umsetzung zu gehen. Und dann sehr einschlägig oder besonders sind ja diese themenspezifischen Arbeitsgruppen. Ne? Das war ja, wie du gesagt hast, diese Repo-AG, da ist es alles entstanden. Und es ist auch, vielleicht klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt oder technisch, aber es gibt eine schöne Geschichte, nämlich der sogenannte gemeinsame Suchindex, ne? ERSI, O-E-R-S-I, der ist ein konkretes Produkt, der entstanden ist, da zwei oder mehrere Bundesländer sich zusammengetan haben. Und ihr alle kennt den, auch wenn es vielleicht noch nicht so offensiv ist. Also jeder, der schon auf Orca war und da in diesen Suchschlitz irgendwas eingegeben hat, hat den ERSI benutzt. Ne? Das ist ein sehr wertvolles Instrument, eine Technik. Aber was es eben braucht, ist Menschen, die sich darum auch kümmern, also neben der Technik auch versuchen, sich zu verständigen und zu schauen, welche gemeinsame Sprache. Mhm. Ich habe jetzt schon ein Signal bekommen, wir machen direkt weiter. Konrad. Ah ja. Okay. Und zwar würde ich jetzt den lieben Martin bitten, zu uns auf die Bühne zu kommen und uns mal genauer vorzustellen, jetzt auch live und in Farbe, die Webseite. Lieber Martin, nimm bitte Platz auf der Couch. Und wir haben eben ganz, ganz kurz eingespielt, das wollte ich auch nochmal anteasern, nämlich einen sogenannten OER-Track. Insbesondere heißt das Lied Funky Groove. Warum Funky Groove? Weil wir hier ein grooviges Festival sind. Und dann hier nochmal dann die Credits oder wie sagt man neudeutsch, Shoutout oder Pops an Sina Nietzsche, die hier in der dritten Reihe sitzt und maßgeblich beteiligt war an einem wunderbaren Projekt, das sich kümmert um die Erstellung von lizenzfreier Musik für die edukative Verwendung. Wir werden das immer wieder, wenn jemand runtergeht oder hochkommt, werden wir Funky Groove hören, um uns etwas weiter in die Festivalstimmung einzugrooven. So, jetzt aber back to topic. Martin, wir haben dich ja jetzt hochgeholt auf die Bühne, weil du auch sehr intensiv dich mit den anderen Kollegen um die Knör-Webseite gekümmert hast. Und deswegen an dich die Bitte, führ uns doch da mal ein. Zeig uns doch mal das gute Stück. Das tue ich gerne. Man kann mich gut verstehen. Okay. Ja, also wir hatten seit der Gründung eine reduziertere Webseite und sind jetzt zu Themen gekommen, die wir darstellen wollten. Und da hat das Alte nicht mehr ausgereicht. Das heißt, wir haben eine neue Webseite geschaffen, die jetzt viel mehr kann, viel mehr Informationen liefert und auch ausbaufähiger ist und unsere Themen, die wir jetzt in Zukunft auch bringen, abbilden können. Und wie jede Startseite, zeigt auch unsere Knör-Startseite, so schnell wie es geht, erstmal, weil wir sind, im Header haben wir kurze Statements, die nach links und rechts zeigen, wofür wir stehen, was wir machen. Dann ein bisschen weiter runter stellen Konrad und Markus in einem kurzen Video Knör nochmal vor und in den Anstrichen ist halt kurz gezeigt, was wir machen, nämlich, dass wir bündeln und vernetzen, Strukturen schaffen und so weiter und dass wir eben Arbeitsgruppen haben, die in den relevanten Fragen das auch darstellen. Wir erstmal jetzt nur einen Überblick hier auf der Startseite, aber in Unterseiten haben wir dann auch noch detailliertere, da kommen wir auch gleich nochmal zu, detaillierte Ansichten zu den verschiedenen AGs, die hier kurz aufgeführt sind, die führen wir, also da führen wir auch noch weitere AGs dann irgendwann fort, dass das mehr werden. Bisschen weiter runter gescrollt, haben wir gleich auch ein Kontaktformular, dass man uns kontaktieren kann und noch etwas weiter runter kommen wir natürlich dann zu den Neuigkeiten und Veranstaltungen, also wo wir mit Knö waren, was wir gemacht haben und weiter unten, was Veranstaltungen im Zusammenhang mit Knö oder OER sind, entweder Knö-Veranstaltungen oder eben OER-Veranstaltungen von Landeseinrichtungen. Genau. Bei dem Bereich über uns
erklären wir nochmal genau, was ist Knör? Genau. Also, dass wir eine Einrichtung sind von mandatierten Ländereinrichtungen, ein Zusammenschluss und von derzeit von 7. Wir waren 6 Gründungsmitglieder und sind jetzt 1 mehr geworden und es kommen auch weitere noch dazu. Und genau, dass wir eben, wie es da auch steht, Visionen haben, zum Beispiel die der Openness, wofür wir stehen, was wir machen und bei der Vision, nochmal in 3 Blöcken zusammengefasst, was die großen Ziele sind und woraus sich unsere operative Tätigkeit ableitet. Die Ziele haben wir dann weiter unten nochmal im Einzelnen kurz angerissen, nämlich länderübergreifende Zusammenarbeit, Vernetzung und Synergien schaffen, einen Multi-Stakeholder-Ansatz zu fahren und natürlich, was wir auch schon eben gehört haben, das mit den Schnittstellen und der Interoperabilität vorantreiben. Daraus leiten sich dann weiter unten unsere Aufgaben ab, die wir da dann nochmal zeigen, also dass wir Informationen bereitstellen rund um das Thema OER, dass wir Gesprächspartner sind für Bund und Länder und für alle anderen Ansprechpartner, auch für Lehr- und Bildungseinrichtungen, dass wir Veranstaltungen zu wichtigen OER-Themen veröffentlichen, auch selbst durchführen werden und so, dass wir Synergiepotenziale schaffen zwischen den Mitgliedern und natürlich auch für andere, die mit OER befasst sind, dass wir Impulse setzen wollen und eben die erwähnten Arbeitsgruppen da nochmal. Weiterhin stellen wir auch noch irgendwie Stellungnahmen zur Verfügung. Also wenn wir zum Beispiel zu bestimmten OER-Themen irgendwas ist, würden wir das auf diesen Webseite, auf unserer Webseite dann veröffentlichen. Genau, und wie in der AG auch schon, gibt es auch eine AG dazu, tragen wir Impulse und Entwicklungen zu OER-Policies und Strategien zusammen. Genau, bei dem Bereich unsere Themen im Menü 1 weiter stellen wir nochmal unsere Arbeitsgruppen im Detail vor, wie ich das eben schon gesagt hatte. Auf der Startseite sind die ja schon mal angeteasert. Hier ist es aber jetzt tatsächlich sehr dezidiert. Also wenn man dann zum Beispiel auf AEG OER Policy und Governance geht, kann man ungefähr sehen, was wir da machen. Da stellen wir halt die Protokolle vor, was die AEG ist, wann die letzten Sitzungen waren. Und das Protokoll oder die Protokolle der Sitzungen werden zur Verfügung gestellt, werden auch Kontakt- oder Ansprechpartner genannt und diese AGs, wie ihr beide schon sagtet, sind ja offen. Das heißt, jeder kann sich da auch an uns wenden und deswegen ist auch der Kontakt auch immer mit angegeben. Wir nehmen jetzt da nur exemplarisch sozusagen mal die einen. Die anderen AGs sind genauso aufgebaut. Also da ist immer Kontaktansprechpartner und was so zuletzt gemacht wurde. Weiter unten haben wir dann noch eine Zusammenfassung von OER-Aktivitäten der Mitgliedseinrichtungen. Das ist relativ zahlreich, deswegen haben wir da oben so einen Filter gemacht, also dass wir auch einmal alle zeigen und dann, dass wir zu den OER-Infrastrukturen, zu Rechtsfragen, zu Förderprogrammen, zu OER-Qualität, OER-Wissen und zu Beratung und Qualifizierung nochmal einen Filter anbieten, dass nicht immer alles so auf einen Blick ist. Das sind ja allerhand, scroll mal runter, da sieht man, dass da einige Aktivitäten sind und genau. Da kann man dann auf die Aktivitäten der Ländereinrichtungen klicken und sich dort informieren. Natürlich haben wir auch im Bereich Mitgliedseinrichtungen etwas über uns. Also natürlich wird dann der Vorsitz ihr beiden also vorgestellt. Wenn man weiter runter scrollt, haben wir die Stellvertreter und die weiteren Mitglieder der Mitgliedseinrichtungen, also die Vorsitzenden, die Geschäftsführer der Mitgliedseinrichtungen. Peter Rempes, ne, wenn ich das so sagen darf. Ne? Genau, das ist die einzige Schwarz-Weiß-Aufnahme. Das ist der Peter Rempes, der hat immer Hosenträger an. Genau. Und er hat aber irgendwie das Bild noch nicht nachgeliefert, das kommt irgendwann noch. Also das sind tolle Hosenträger, die der immer hat. Ne? Genau. So, und dann noch weiter unten sieht man uns Operative von der virtuellen Geschäftsstelle, nämlich Tim Wiegers, der online zugeschaltet ist, und Daniel Diekmann, der da vorne sitzt und dafür sorgt, dass alles klappt und dass Sie das hier auch sehen. Und ich und weiter unten kann man noch sehen, welche Mitgliedseinrichtungen derzeit bei Knör sind und
wenn man dann dort auf irgendeine Mitgliedseinrichtung klickt, kommt man da auch weiter und kriegt Informationen zur Mitgliedseinrichtung und auch einen Link zu der Webseite der Mitgliedseinrichtung. Genau. Unter Veranstaltungen und Neuigkeiten, das haben wir auf der Startseite schon ein bisschen angeteasert, da sieht man aber dann eben ja, alle Veranstaltungen, das ist dann nicht nur die letzten drei, sondern da sieht man alle. Und da sieht man unter anderem auch, dass wir hier das UFF, genau, da am 27.04., dass wir heute hier sind. Genau, da kann man sich informieren, wo wir als KNÖR auftreten und was für Neuigkeiten wir haben. Und genau, da kommt am Montag auch eine neue Neuigkeit dazu, nämlich, dass wir eben hier waren. Genau. Martin, vielen Dank. War, ne? Genau, dass wir eigentlich, wir waren nicht hier, wir sind noch hier. Ja, genau. Deswegen sage ich am Montag, dass wir hier waren. Ja, genau, Futur 2. Genau. Nee, ich würde es mal in die Präsenzform zurückgeben. Und zwar, ich habe schon angekündigt, wir würden gerne mit Ihnen, euch auch in einen Austausch gehen. Eben, es gab jetzt eine umfangreiche Vorstellung. Also die Webseite kn-oer.de. Im Chat wird sie auch nochmal gepostet. Guckt euch das gerne an. Aber jetzt wäre nochmal die Möglichkeit, Fragen, Kommentare aller Art, Anmerkungen, die es vielleicht zur Webseite, zu Beteiligungsformaten gibt. Vielleicht kennt jemand ähnliche Einrichtungen, die Interesse dran hätten. Gibt es da spontan Reaktionen aus dem Publikum, respektive aus dem Stream? Wenn nicht, müssen wir jetzt nicht in Schweigen verfallen. Nee. Also während Sie überlegen, ob Sie noch irgendwas sagen wollen, kann ich mal sagen, die ist jetzt gerade im Aufbau, die Seite. Da wollen wir so einen Ort schaffen, wo Sie sich auch gut informieren können. Das heißt, das wird auch noch weiter ausgebaut werden. Und Stichwort Offenheit, ja, mandatierte Einrichtungen, das ist, damit wollen wir beginnen, auch um ja, so eine verlässliche Struktur hinzubekommen. Aber wir werden jetzt auch natürlich Möglichkeiten finden, dass andere Einrichtungen, die an diesem Thema interessiert sind, sich oder damit befassen, auch zukünftig mit uns ja auch strukturell zusammenarbeiten. Ja, also das soll jetzt nicht irgendwie so ein Stück weit erscheinen, als ob das jetzt irgendwie so eine Closed Community wäre, sondern es ist eine Open Community, die dahinter steckt. Ja. Genau, also es ist eine bundesweite Verbreitung. Vielleicht fokussiert es auch auf den Hochschulbereich. Sieht man ja durch die eingeschlossenen Einrichtungen, weil wir haben ja den Eindruck, es gibt halt noch sehr wenig. Ne? Es gibt das OER-Info, ne? Ja. Klaus, du hast sie ja auch genannt, die sind jetzt, glaube ich, für 4 Jahre nochmal gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, glücklicherweise, aber das reicht ja nicht. Ne? Also wir brauchen ja mehr, und deswegen ist halt das Tolle bei KNÖR, dass wir in den Bundesländern vertreten sind, und auch toll ist eben, dass wir nicht nur die Landeseinrichtungen haben, sondern auch die Ministerien. Also die ministerielle Seite in den angeschlossenen Kultur- und Wissenschaftsministerien sind auch dabei und finden es auch alles super, dass wir das machen. Das stärkt uns also den Rücken, dass man da auch sagt, das ist was gewollt wird. Ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg, aber wir das sprechen wir ja nachher nochmal, wir arbeiten ja auch konkreten Themen. War das eine Wortmeldung oder nur eine? Nee, okay, dann habe ich es überinterpretiert. Und UR-Info, ich meine, UR-Info ist ja bildungsbereichsübergreifend. Ja, wir fokussieren uns natürlich schon auf den Hochschulbereich, wobei man natürlich schon jetzt auch in den Blick nimmt, wie sieht es an den Rändern, falls es welche gibt. Ne? Also wie können wir auch Synergien mit anderen Bildungsbereichen, Schule zum Beispiel entlang der Bildungskette, der Lehrerbildungskette schaffen. Also natürlich Fokus von KNÖR Hochschule, aber wir gucken natürlich auch, wie wir mit den anderen Bildungsbereichen zusammenarbeiten können. Ja? Und ergänzen uns mit UR-Info und wollen dann nicht irgendwie eine Parallelveranstaltung aufbauen. Ne? Ja, die Kooperation ist statt, und wie wir es auf der Webseite gesehen haben, eben mit den Arbeitsgruppen, alles sehr transparent, sogar die Protokolle sind da, und wir arbeiten ja auch wirklich sehr stark an oder darauf hin, konkrete Produkte zu erzeugen, wie jetzt zum Beispiel im Bereich Qualität, dass man sagt, wie kann man sich mal auf ein gemeinsames Qualitäts, weil das ja ein Thema ist, was immer wieder kommt, wie sieht es aus mit OER und Qualität, und dass man sagt, da einigen wir uns mal übergreifend auf einen Mindeststandard und versuchen den dann auch zu veröffentlichen. Oder jetzt mit der Studie, die jetzt, wo wir auch gleich nochmal sprechen können, ne, macht man mal so eine Bestandsaufnahme. Ne? Also dass wir wirklich konkrete Produkte entwickeln, um Leuten auch eine Orientierung zu geben, ne, für diese vielen Themen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, auch aus dem Chat sehe und höre ich kein Signal, dann danke, Martin, dass du hier oben bei uns auf der Couch warst und uns in die Webseite eingeführt hast.
Ich würde dich jetzt bitten, genau, uns wieder zu verlassen. Und wir können mal kurz den Funky Tracks lauschen. So, und wir machen jetzt nahtlos weiter mit dem nächsten Programmpunkt, der ja schon ausführlich behandelt wurde. Also keine Angst, ne Klaus, du erzählst uns nicht nochmal die PowerPoint-Vorlage in achtfacher Geschwindigkeit, sondern wir wollen mal gucken, was heißt das jetzt eigentlich. Aber lieber Klaus, komm doch nochmal bitte zu uns auf die Bühne und nimm hier Platz. Genau, da ist auch noch ein Wasser, das ist unberührt und das Mikro. Ich würde gleich mal loslegen mit einer Frage. Was waren so aus deiner Sicht oder wie waren so deine Einschätzungen? Du hast jetzt wirklich sehr viel und tief da bei dieser Studie gearbeitet mit eben Literaturanalyse, Workshop und Interviews und dann das versucht, alles zu verdichten, was ja eine ziemliche Herausforderung ist. Was würdest du, wenn ich dich frage, was waren so deine zentrale Erkenntnis, wenn du sagst, das sind jetzt so die Ergebnisse, wo es ja, wow, gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das habe ich mich, also das hat mich jetzt überrascht oder das fand ich bemerkenswert? Ja, danke dir. Ja, die gab es wirklich in unterschiedlicher Hinsicht, aber ich glaube, vor allem fand ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, als wir die Recherchen durchgeführt haben, zu sehen, dass die Vielfalt unsere große Stärke ist in diesem Bereich, dass wir einfach unglaublich viel Entwicklung in den letzten Jahren gehabt haben, dass wir mittlerweile ein sehr, sehr breites, diverses Feld an Akteuren dort letztlich haben, die auf ein gemeinsames Ziel, offene Bildungsangebote dort bereitzustellen, einfach hinarbeiten. Ich glaube, das war wirklich vor einigen Jahren noch längst nicht so breit angelegt, was wir da jetzt heute sehen können. Und deshalb finde ich, dass das natürlich auch wieder neue Aufgaben mit sich bringt zu dieser Vernetzung zwischen den Akteuren auf Landesebene, auf Hochschulebene, von auch Akteuren, die teilweise außerhalb des Hochschulsektors verortet sind, zu kommen. Auf Bundesebene, wo wir auch mit der Nationalen Bildungsplattform künftig sicherlich noch einen wichtigen Gesprächspartner dann haben werden. Das finde ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen. Und dann lohnt es sich natürlich reinzuzoomen und auf die konkreten Aufgaben, die sich daraus für die Hochschulen ableiten, zu schauen, für die Portale und für andere Anbieter eben. Und die Besonderheit war ja, ne, das Stichwort ist ja offene Bildungsinfrastruktur. Du warst ja auch bei vielen Studien schon in der Vergangenheit beteiligt, ne, im E-Learning-Bereich, bei Landeseinrichtungen. Ich kenne auch da einige GMW-Bände, ne? Das ist immer auch, also von der Gesellschaft für Medien und Wissenschaft, gibt es auch immer viel Forschung dazu und Aufarbeitung. Und jetzt ist aber wirklich so der Schwerpunkt für uns gewesen auf OER. Ne? Also wir wollen zuerst nennen OER-förderliche Infrastruktur, da haben wir es nochmal vom Labeling umgenannt in offene Bildungsinfrastruktur. Gibt es für dich da auch nochmal so einen Punkt, wo du sagst, das ist jetzt nochmal das Besondere, was es vielleicht früher nicht gab, also neben dieser Vielfalt, was das OER-Spezifische ausmacht? Ich denke, es ist in jedem Fall schon was ganz Besonderes, dass wir so weit sind, dass wir jetzt diese Diskussion tatsächlich einfach führen können, dass es diese Fülle an Akteuren gibt und dann gemeinsames Interesse daran, wie man künftig stärker an einem Strang ziehen kann, um auf der technischen Ebene Infrastrukturen weiterzuentwickeln, dass man da eine gemeinsame Sprache spricht. Ich denke, das ist, was wir in den früheren Diskussionen über digitale Lernformate noch nicht so breit in den Blick haben nehmen können, einfach weil die OER-Community in der Vergangenheit ja doch sozusagen eine Teil-Community dieser Community um digitale Lernansätze gewesen ist und die erreicht, glaube ich, mittlerweile doch eine relativ große Breite. Über OER ist natürlich schon viele, viele Jahre jetzt auch intensiv diskutiert worden. International ist da ja auch schon vor 10 Jahren einfach sehr, sehr viel geschehen. In Deutschland haben wir jetzt erfreulicherweise auch diese zentrale OER-Strategie mit ambitionierten Zielen, auch für die kommenden Jahre. Da, denke ich, kann man sich einiges davon erhoffen und versprechen, auch was an Entwicklungen noch kommen wird. Aber die Entwicklung nimmt, glaube ich, jetzt seit wenigen Jahren sehr, sehr stark an Fahrt auf. Und das ist für mich sozusagen da ein ganz entscheidender Punkt. Konrad, du hast die Studie auch gelesen und ich sehe, du hast schon hier dein digitales Notizbuch auf dem Schoß. Ich kann mir vorstellen, du hast auch eine Frage oder eine Anmerkung für Klaus. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch uns an einigen Stellen beteiligt oder mitdiskutiert. Also das Schöne an der Studie, also die ist auf jeden Fall lesenswert.
sollen Sie mal reingucken, ne, inhaltlich. Aber die Zusammenarbeit, die Diskussion zwischen uns drei, manchmal war ja auch noch der Vertreter von der Stiftung Innovation der Lehre dabei. Und also ein Punkt, den ich vielleicht nochmal ansprechen möchte, ist, das betrifft OER insgesamt. Man kann ja die Frage stellen, ja, ist jetzt irgendwie OER irgendwas Separates daneben, ne, der eigentlichen Lehre und des eigentlichen Bildungsalltags? Also wir denken, hoffen ja nicht. Ne? Wir wollen ja, dass Offenheit noch stärker auch in die Bildungspraxis hineinwirkt. Ja? Und ähnlich sehe ich das auch mit der Studie. Wir haben viel über Interoperabilität diskutiert. Und das, was in der Studie drinsteht, gilt natürlich auch in gewisser Weise nicht nur für OER, sondern auch für ER oder auch für Educational Practice. Ja? Und ich glaube, da kann man auch nochmal viel draus rausziehen. Und ich glaube, was man auch konstatieren muss, und das deutet sich ja in der Debatte so ein Stück weit im Moment an, meiner Ansicht nach, aber vielleicht seid ihr ja der anderen Ansicht, Interoperabilität als Schlagwort, ja, das ist ja fast schon mittlerweile ein Buzzword, das durch die Gegend wabert. Ja. Da denkt man zunächst mal natürlich an eine technische Interoperabilität, ja, aber eigentlich, was wollen wir damit eigentlich bewirken, was wollen wir erzielen? Wir wollen ja vielleicht seamless, also niederschwellige Bildungsangebote, wir wollen medienbruchfreie Bildungsangebote haben, ja, mehr Zugänglichkeit, das steckt alles hinter diesem Begriff, für diesen technischen Wunschbegriff der Interoperabilität. Ja. Und das kommt, wie ich finde, in der Studie wirklich ganz toll auch zum Tragen. Und als ich die selbst gelesen habe, wir haben ja auch ein bisschen kritisch diskutiert, da habe ich mir überlegt, stimmt das eigentlich mit meinem persönlichen Empfinden, mit der eigenen Wahrnehmung überein, was da irgendwie aufgemalt wurde. Ja? Und natürlich nicht immer. Ich habe gedacht, wir wären vielleicht in Einstelligen schon weiter. Insofern fände ich es aber nochmal gut, dass ein breites Bild gezeichnet wird, wie ist eigentlich die OER-Situation hinsichtlich Infrastrukturen, ja, und wie weit sind wir da und an welche Stellen müssen wir auch noch Dinge anpacken, die du oder die ihr in dieser Studie dann auch als Empfehlungen formuliert habt. Ja. Genau. Das ist für uns eine gute Grundlage, wie ich finde. Also, genau. Ich fand es auch sehr schön, wie du das in deiner Präsentation, also für alle, die die Präsentation nicht gesehen haben, die wird aufgezeichnet, konserviert, bitte im Nachgang nochmal angucken. Ja. Ich fand es schön, die Verbindung zu Open Access, Open Science, also wirklich einen sehr breiten Zugriff, dass man aus so einer vermeintlichen Nische oder Nerd-Ecke rauskommt mit OER. Aber Klaus, du wolltest auch nochmal reagieren? Ja, das stimmt. Danke, Konrad. Ja, wir haben auch intensiv diskutiert über eine Reihe von Punkten. Das ist wahr. Letztlich geht es natürlich schon auch darum, mit der Weiterentwicklung dieser Infrastruktur dahin zu kommen, dass sich auch Voraussetzungen entwickeln, um in der Lehrkultur nach und nach eine größere Offenheit für die Nutzung von offenen Lehr-Lernmaterialien zu erlangen. Da ist sicherlich noch einiges notwendig. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die auch sehr, sehr intensiv ja auf der Ebene der einzelnen OER-Portale geführt wird. Wir hatten neulich im Twillo-Kontext da auch mal uns gefragt, wie das eigentlich sich darstellt, was wir letztlich über unsere Nutzerinnen und Nutzer im Einzelnen wissen, aus den Metadaten der Nutzenden beispielsweise. Und wir haben uns gesagt, es könnte sich eigentlich auch dort sehr anbieten, nochmal zu einem späteren Zeitpunkt stärker an Nutzer heranzutreten, Nutzerinnen und die zu befragen, welche Anforderungen bestehen, was aus ihrer Sicht gut funktioniert, was man anders machen müsste, welche Bedarfe da eben auch letztlich gesehen werden, um konkreter auch das eigene Angebot nochmal feintunen oder anpassen zu können an das, was da eigentlich gewünscht wird. Also wir haben manchmal den Eindruck gehabt, wir wissen, dass es viele Personen gibt, die das Angebot intensiv und gerne in Anspruch nehmen, aber sagen, diese Blackbox, was die im Einzelnen vielleicht noch darüber hinaus sich wünschen würden, die würden wir gerne noch mal so ein bisschen intensiver beleuchten, auch in der Zukunft. Wir hatten gehört, es gibt beispielsweise auch viele Lehrende, die sagen, wir brauchen feingranulare Angebote, die nicht zu umfangreich sind. Da ist die Hürde sozusagen sonst doch relativ hoch, wenn man Material hat, was eine komplette Lehrveranstaltung ausmachen würde beispielsweise. Ja. Alles, was kleinteiliger ist, findet schneller Akzeptanz. So ist unser Eindruck dort zum Beispiel auch gewesen. Und da kann man dann versuchen, entsprechend sicherlich auch das eigene Angebot so ein bisschen in dieser Richtung dann zu entwickeln, denke ich. Das sind so Einsichten, die wir selbst so ein bisschen auch damit genommen haben, dann aus den Befragungen. Danke. Ich habe jetzt eine Wortmeldung, genau, aus dem Publikum, worüber uns wir sehr freuen, damit es auch interaktiver ist. Das Mikrofon ist schon da. Bitte Ihre Frage oder Anmerkung. Ja, vielen Dank dafür. Giesbert aus Bochum und von der Fernuni. Ich würde gerne diesen Punkt der Nutzenden noch mal kurz aufgreifen. Was mich jetzt schon auch bei dem letzten Vortrag am Ende noch mal beschäftigt hat, ist, welche Perspektive wir eigentlich die ganze Zeit einnehmen. Ich habe so das Gefühl, wir sind schon sehr stark auf diesem ExpertInnen-Diskurs. Wir reden quasi über die Bildungsmaterialerstellenden, die
Bildungsmaterial einsetzen in die Lehrenden. Wir hatten auch gerade schon die Anmerkung aus dem Publikum, dass quasi diese Lernendenseite ein bisschen unterrepräsentiert ist. Und das frage ich mich eigentlich die ganze Zeit, wie quasi die EnduserInnen quasi berücksichtigt werden. Also die Studierenden, die Nutzenden, die Lernenden, werden die in den Befragungen quasi mit berücksichtigt? Ist das eine Perspektive, die stärker aufgenommen werden wird? Wie sind da so die Pläne für die Zukunft? Vielen Dank. Kannst du... Ja, ein bisschen was dazu sagen. Ja, also das ist natürlich eine ganz zentrale Perspektive. Die ist, glaube ich, jetzt in den vergangenen Jahren noch nicht ausreichend auch mit in den Blick genommen worden. Sie wird natürlich von allen mit bedacht, aber das ist, glaube ich, auch zumindest portalspezifisch jeweils etwas unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Ist zumindest mein Eindruck gewesen. Es gibt die Portale, die sehr, sehr breit sozusagen bei den Nutzenden auch ansetzen, die sich die Material bereitstellen, auch direkt für Studierende. Es gibt andere Portale, die dann sich vorrangig an die Lehrenden richten, und entsprechend ist, glaube ich, auch bislang sozusagen dann unterschiedlich damit umgegangen worden, dass man vielleicht unterschiedliche Gruppen auch stärker befragt oder angesprochen hat. Bei Twillo zum Beispiel sind tatsächlich die Lehrenden bislang im Fokus, und andere Zielgruppen werden bislang weniger adressiert. Das wird aber bei der WHU ganz anders sein, die von vornherein eben auch dann die Studierenden beispielsweise in den Blick nimmt. Also bei Orca ist es genauso. Also wir haben da auch die Lehrenden im Fokus. Aber ich finde die Frage sehr berechtigt und sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Also wir haben jetzt viel über Infrastruktur gesprochen. Für mich ist halt immer so, wir müssen mal das Fundament legen. Ne? Wie hier draußen, wie Sie sehen, da sind viele Baustellen. Da wurde schon ein Fundament ausgehoben. Jetzt stehen schöne Gebäude da, wo Menschen sich bewegen können. Ich hoffe, die Metapher trägt. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wir es dann schaffen, Szenarien, ne? Was Matthias, du vorhin auch gefragt hast, ne? Wie sieht es so aus mit so einem pädagogischen Verständnis? Da wollen wir hin. Ne? Und klar, wir machen jetzt ganz viel Technik, weil das sind wir jetzt auch, wie Klaus, du gesagt hast, weiter. Früher ging es halt viel um LMS. Ja. Das, und die vereinigen ja auch ganz viele Funktionen in sich. Und jetzt geht es eben einen Schritt weiter, um auch diese Vernetzung hinzubekommen. Ja. Ne? Aber das ist halt so die Herausforderung, ne? Das gleichzeitig mitzudenken. Also was wollen denn? Also ich predige bei Orca auch immer, wir müssen hin zu einer Nachfrageorientierung. Ne? Weg von dieser Angebotsorientierung, wo wir eine blinde oder anonyme Masse haben, sondern zur Nachfrage. Da arbeiten wir auch, also sowas mit Monitoring, Befragung, also das haben wir ja natürlich alles auf dem Schirm. Ne? Das ist halt so ein NRI-Problem vielleicht. Ja. Aber Konrad, ja, das, ich denke auch, das ist eine berechtigte Frage. Vorhin war ja auch eine Meldung, wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Lernen aus, statt mit dem Lehren? Ja, da bewegt sich die Debatte im Moment hin. Aber was sind das hier für Vertreter, die hier sitzen? Also wir haben im Rheinland-Pfalz jetzt auch ein Content-Programm OpenEDU aufgelegt, ja, wo die Hochschulen Projekte im Moment gerade umsetzen, so ähnlich wie das auch bei Orca und auch in anderen Partnereinrichtungen gemacht wird im Knörr-Kontext. Und ich meine, die Hochschulen und die Lehrenden, die nehmen natürlich schon viel stärker auch in dieser Erstellungs- oder Öffnungsphase die Perspektive der Lernenden ein. Das müssen sie ja auch. Ja. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir jetzt per Technik begonnen haben oder auf einer organisatorischen Ebene, liegt halt ein Stück weit auch daran, dass wir uns wünschen, dass OER nicht irgendwie Materialien sind, die irgendwie so irgendwo rumstehen, die man so einfach so uns sich angucken kann, ne? Sondern man muss die Brücke auch zum strukturellen Lehralltag finden. Also die curriculare Verankerung ist ein wichtiges Thema. Ja? Und dann sprechen wir natürlich zunächst mal die Curricula und die Lehrenden an, aus diesen Ressourcenbeständen oder auch aus diesen Lehrszenarien auch diese zu öffnen. Ja, das ist der erste, wenn man so will, als Veränderungs-Innovationsprozess zu gehende Schritte. Ja? Und, aber im Mikrobereich, ne, da glaube ich schon, da müssen wir natürlich schon darauf achten, dass die und auch systematisch darauf achten, dass die Lernendenperspektive sehr stark beachtet wird. Ja? Aber das Potenzial finde ich jetzt im Moment für eine Öffnung und auch eine Vernetzung der Portale zum Beispiel auf dieser organisatorischen Ebene. Und ich glaube, das sind so die nächsten Schritte, die aber nicht ausschließen, dass wir in den einzelnen Projekten die Lernenden noch viel stärker in den Blick nehmen. Ne? Also ich habe gerade das Signal bekommen, ihr hättet noch 2 Minuten. Hat noch jemand eine Frage hier vor Ort im Publikum? Oder Daniel, tut sich was im Stream? Nein? Dann können wir die Zeit auch so überbrücken. Dann würde ich, Klaus, vielleicht auch sehr herausfordernd, aber wo würdest du sagen, was sind denn so die nächsten
notwendigen Schritte. Also ne, du hast ja ganz viele Schlussfolgerungen gezogen und da ist wahrscheinlich jetzt ein bunter Blumenstrauß. Und welche Blume, sagst du, müssen wir uns jetzt zuerst rauspicken? Also auch um nicht ne, zu groß ne, sich vielleicht zu übernehmen, sondern was wäre jetzt so, wenn man versucht, so eine Gesamtdebatte zu sehen, was wäre jetzt so der, aus deiner Sicht der nächste logische Schritt? Ja, wir haben zum Glück über Knörr die intensive Vernetzung auf der organisatorischen Ebene. Jetzt auf der technischen Ebene werden, glaube ich, weiter die ganz, ganz großen Aufgaben darin bestehen, diese Diskussion um allgemeine Metadatenstandards und Standardvokabulare voranzubringen. Es gibt da sehr, sehr gute Ansätze mit diesem allgemeinen Metadatenstandard für Bildungsressourcen, der zurzeit von unterschiedlichen Akteuren gemeinsam auch entwickelt wird, mit einem stärkeren pädagogischen Fokus. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, die kann vielleicht eine Grundlage dafür darstellen, dass die Portale auf dieser Ebene künftig auch diese technische Vernetzung mit der Datenebene noch etwas leichter werden erreichen können. Daneben glaube ich aber, dass eine ganz zentrale Herausforderung auch auf der Ebene der einzelnen Hochschulen verortet ist. Es ist da häufig so, dass sozusagen auch die Zuständigkeit für Fragen OER-basierter Lehre relativ stark diffundiert innerhalb der Hochschulen, so mein Eindruck. Es sagte in den Interviews, die wir geführt haben, jemand, es gibt ja gar nicht den einen zentralen Key-Account-Student bei uns in der Hochschule. Wenn wir jetzt diese eine Person suchen, die dafür zuständig ist als zentrale Ansprechpartnerin, Ansprechpartner, die gibt es da einfach gar nicht. Da können wir gleich nach 5, 6, 7 Personen sozusagen erstmal schauen, mit denen wir darüber ins Gespräch kommen sollten. Und dann können wir schauen, wie wir gemeinsam da zu einer Verständigung auch kommen, darüber, was wir im Bereich OER-basierter Lehre an der einzelnen Hochschule erreichen wollen. Ich glaube, dieses Bewusstsein innerhalb der Hochschulleitung, dass man versuchen sollte, solche Entwicklungen im Rahmen der Entwicklung der OER-Policy vielleicht ein bisschen stärker auch auf einer personalen Ebene zu bündeln an den Hochschulen, das wäre etwas, was da vielleicht sehr viel weiterführen könnte. Da würde ich mir wünschen, dass man das so ein klein bisschen stärker in den Blick nehmen würde auf der Ebene der einzelnen Hochschulen. Danke, Klaus. Du hörst, die Musik wird schon eingespielt. Das ist ein akustisches Signal. Vielen, vielen Dank, dass du hier oben auf der Bühne warst und uns nochmal mit uns ins Gespräch gegangen bist. Danke auch. Danke, Klaus. Ja, wir hatten in der Vorbereitung auch überlegt, ob wir es nicht machen wie bei Wetten, dass. Also die Älteren unter uns können sich erinnern, Tommy Gottschalk mit einer riesenlangen Couch. Wir haben es jetzt aufgrund architektonischer Hürden nur mit auf zwei kleine Couch geschafft, deswegen dieser Wechsel, aber mit sehr angenehmer musikalischer Untermalung. Und jetzt wird mir zum nächsten Punkt immer weg von der Technik zu echten Menschen, zum Es menschelt nun auf der Bühne. Und da möchte ich jetzt die beiden Netzwerkstellen zu uns auf die Bühne, die wird sich auch gleich die vorstellen. Und kommt doch bitte mal hier, genau, die Henrike und die Anna, kommt doch bitte zu uns auf die Bühne. So, herzlich willkommen. Ihr seid ja Teil des sogenannten Netzwerk Landesportals. Könnt ihr da einfach euch mal kurz vorstellen und erzählen, was hat es mit diesem Netzwerk Landesportal auf sich? Ja, ich bin Anna Sancillo von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und da seit 2,5 Jahren jetzt die Netzwerkstelle vor Ort. Ja, ich bin Henrike Heckmann, komme von der Hochschule Hamm-Lippstadt und bin seit Februar 21 tatsächlich Netzwerkstelle da. Allerdings war ich auch schon vorher an der Hochschule, also war ich nicht ganz neu. Ja, zum Netzwerk sollen wir direkt. Ja, also ein paar von uns sind ja heute auch hier. Also das Netzwerk befindet sich eben an allen, auch an Orca partizipierenden Hochschulen. Aktuell sind wir, glaube ich, 46, genau, weil sich manche die Stelle natürlich auch teilen. Und ja, wir sind organisiert oder werden betreut von unseren wunderbaren Netzwerk-Koordinatorinnen Rebecca Niesen und Janu Feikens. Janu ist ja heute auch da. Und ja, was gibt's noch zu sagen über uns? Ja, wir sind AnsprechpartnerInnen an unseren Hochschulen und auch MultiplikatorInnen, was ganz praktisch ist, weil die Infos, die wir jetzt von euch aus der Geschäftsstelle zum Beispiel bekommen, können wir direkt an unseren Hochschulen weitergeben.
Und genau, wie Henrike schon sagte, sie war vorher schon an der Hochschule beschäftigt, ich auch, viele andere Netzwerkstellen auch. Und der Vorteil ist, wir kennen unsere Hochschulen ja total gut. Wir wissen, wie da die Kommunikationswege sind. Wir sind da schon teilweise vorher vernetzt gewesen, in AGs oder mit den entsprechenden Personen, wichtigen Personen bekannt. Und das erleichtert natürlich vieles. Und eure Aufgabe ist ja, wenn man so diese eher politischen Programme sich anguckt, Satzung oder damals in den Förderantrag, Orca zu unterstützen. Das kann ja alles und nichts sein. Das ist ja sehr, sehr breit. Wie gestaltet sich das konkret? Dieses Landesportal, was ja auch noch eine Aufbauphase ist und sich finden muss, auch mit sehr vielen Hochschulen. Wie kann man sich da eure Arbeit da vorstellen? Ja, das sind verschiedene Themen einfach, ne, die wir mit in die Hochschulen tragen. Zum einen natürlich, dass wir erklären, was ist dieses Orca überhaupt? Sind keine Wale, ne, also wie oft ich da schon nachgefragt wurde. Warum ist das gut, das Landesportal? Was bringt mir das als Lehrender? Warum sollte ich da selber Materialien hochladen? Und dann natürlich auch andere Themen. Wir haben die Förderlinien, OER Content NRW, da sind wir natürlich auch AnsprechpartnerInnen, erklären oder begleiten auch teilweise super eng die Antragsstellungen. Workshops, also das machen auch ganz viele von uns an den Hochschulen, dass wir informieren, was sind diese OERs eigentlich, wie erstelle ich die, wie finde ich die, wie setze ich die ein, wie lizenziere ich die. Da war auch Magdalena Schwaude von der Uni Köln eine der ersten, die da einfach auch ein Workshop-Konzept entwickelt hat, uns auch im Netzwerk, hier sieht man uns übrigens auf dem Bild, auch so intern so ein bisschen geschult hat, so macht sie das, und wir das auch teilweise dann mit übernommen haben. Bei mir zum Beispiel an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, wir haben jetzt so ein E-Teacher-Zertifikatsprogramm für Lehrende und da ist auch ein Baustein einfach OER und Urheberrecht. Ne? Und das sind die Inhalte, die Magda mir vor 2 Jahren mal erklärt hat, habe ich da mit aufgenommen, mit reingenommen und trage das dann weiter. Ne? Also so Themen. Ich weiß nicht, fällt dir noch was ein? Ja, vielleicht nochmal, du hast es schon hervorgehoben, damals hat Magda uns alle geschult und ich glaube, das ist auch der große Vorteil einfach beim Netzwerk, dass wir halt ganz viele unterschiedliche Kompetenzen haben, die wir auch untereinander teilen. Also wir als Netzwerk leben quasi schon diese Kultur des Teilens, was ja bei OER angestrebt wird, ganz deutlich vor und wir teilen zum Beispiel auch nicht nur fertige Produkte, sondern auch Arbeitsstände und finden auch immer Hilfe, falls wir eine Expertise in einem anderen Bereich brauchen, in dem wir eben jetzt vielleicht nicht so bewandert sind. Und das ist eigentlich das, was das Netzwerk auch ausmacht und warum wir so viel Spaß auch bei der Arbeit haben. Ja, also genau, das finde ich auch eine ganz tolle Sache und auch so eine Besonderheit von OER. So habe ich die OER-Community auch mal wahrgenommen, diese unglaubliche Vielfalt. Ne, Menschen unterschiedlicher Hintergründe, Interessen kommen zusammen mit diesem gemeinsamen Band zusammen. Herr Konrad, ich würde dich gerne auch noch mal reinholen. Ich kann mir vorstellen, du guckst jetzt mit ganz, ganz großen Augen von Rheinland-Pfalz aus hier auf die tollen Orca-Netzwerkstellen. Ja, das stimmt wirklich, ja. Also als ich das im Programm gelesen habe, habe ich auch gefreut auf diese, auf jetzt gerade diese Stelle hier, weil ich das großartig finde. Ne? Ich meine, wir treffen uns ja oft und die anderen, also nichts, keine Respektlosigkeit, aber ich wollte ja auch mal die Orca Vertreter und Ambassadoren, die dezentral arbeiten, irgendwie kennengelernt. Und das finde ich toll. Nee, aber ich denke, das ist ja auch dieses Konzept ist ja eigentlich auch super. Ne? Wenn man sich mal in der Vergangenheit anguckt, wie werden Innovationen in die Breite, in die Hochschulen getragen. Ne? Da braucht man einfach Leute vor Ort, ja? Die als eigene Leute wahrgenommen werden der Hochschule, die eingebunden sind in die Kontexte. Ja? Und ich glaube, das ist der beste Weg, weil wir brauchen ja da irgendein Zusammenspiel zwischen zentralen Angeboten und Expertisen und aber auch dezentralen, ja. Und wenn sich dann noch die dezentralen untereinander nochmal vernetzen und sich austauschen und dann entsteht so eine Dynamik, die wohl bei euch entstanden ist, wie man das raushört. Ich habe eben kurz gesprochen, also das Netzwerk ist super, habe ich gehört. Ne? Und das ist natürlich großartig, das macht irgendwie riesig Spaß, aber ich finde das auch so von der organisationstheoretischen oder Change-Management-Seite den richtigen Weg. Ne? Und wenn man sowas machen kann, dann
ja, dann nimmt man ja die eigenen Hochschulen auch mit, nimmt sie auch vielleicht auch mit in die eigene Verantwortung und so soll es gehen, ne? Oder? Das ist doch super. Aber da hast du jetzt schon mal eine gute Steilvorlage gelegt, weil ich wollte jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen oder vielleicht so kritischere Aspekte, weil der Klaus hat ja auch, wo ich ihn gezwungen habe, da nochmal sich auf was zu fokussieren, gesagt, so die Hochschulen, ne? Also die Perspektive Hochschulen. Und ihr seid ja da, also nicht nur Orca, sondern habt ja diese spannende Rolle, ne, für Orca, aber auch ihr seid ja an Hochschulen verankert und da auch in ganz verschiedenen Bereichen, in der Bibliothek, im E-Learning-Zentrum. Wie ist denn so eure Einschätzung, wenn man so jetzt mal guckt, OER voranbringen, auch, ne, was du gesagt hast, curriculare Verankerung oder Change Management, wie, ne, wo sind da vielleicht mal die, dass man nicht nur hier so fröhlich, sondern wo sind die Pain Points, ne, wo müsste es mal vielleicht mal hin? Ja. Ich sehe da tatsächlich sehr viele Vorteile. Also bei mir zum Beispiel, die Stelle ist verankert im E-Learning, in der Hochschulbibliothek. Also das gehört alles zusammen. Und ich war vorher E-Learning-Beraterin, oder bin ich immer noch, ich habe das ja nicht vergessen. Und da ist es halt super praktisch in Beratungen. Also die Lehrenden kommen teilweise immer noch auf mich zu wegen E-Learning-Themen. Ne? Wie kann ich das und das auf unserer Lernplattform zum Beispiel umsetzen? Und ich kann da natürlich auch ne, die Themen da, wo es passt, ne, offene Bildungsmaterialien, ah, Sie haben hier so eine tolle Präsentation, wie wäre das denn, wollen Sie die nicht offen lizenzieren? Und wir nennen das intern immer OER durchs Hintertürchen und Hintertürchen geschrieben mit OER natürlich, ne? Also Witz. Und ich glaube, da bin nicht nur ich, die das so macht, sondern wir alle machen das eigentlich so, dass wir ne, da immer einen Anlass finden oder auch, ja, ne, wo wir das Thema einbringen oder auch die Lehrenden dann einzeln ansprechen und sagen, hören Sie mal, Sie haben ja sowas Tolles produziert, wie wäre es denn? Ne? Genau. Aber das ist eine tolle Strategie, weil ich glaube, die Älteren können sich vielleicht auch noch erinnern, es gab vor vielen, vielen Jahren diesen sogenannten Schulbuch-Trojaner, ne, wo kommerzielle Verlage losgelaufen sind und wollten, dass auf allen Schulrechnern ein Trojaner, ne, guckt, ist da irgendwie illegales Material. Ne? Und das war einer der in Deutschland, wie nennt man das, Treiber, Katalysatoren für OER. Ne, weil er gesagt hat, warum können wir das nicht einfach selber erstellen, warum müssen wir den Verlagen da so viel Geld geben, sondern machen das einfach selber. Wir hätten jetzt auch noch Zeit für Fragen. Gibt's aus dem Publikum Reaktionen? Gibt es irgendwie, sagen, ich hätte es im Sebastian aus Thüringen, hätte ich das auch gerne? Ne? Oder hat jemand andere? Es geht ja auch also einmal um OER, einmal um Netzwerke. Also das sehe ich schon. Eine Frage, Mikro kommt auch gleich. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Sina Nitsche, Orca, Netzwerkstelle von der FH Dortmund. Und ich wollte auch nochmal so eine Perspektive teilen mit euch, weil du hattest gefragt, so was ist die Kritik. Und ich kann mich da Anna nur anschließen. Ich sehe auch viele Möglichkeiten. Und ich kann auch meine kleine Erfolgsgeschichte erzählen. Ich bin im August 2020 als einer der ersten Netzwerkstellen an die FH Dortmund gekommen. Damals als Orca Hochschulkoordinatorin und bin jetzt seit drei Jahren ungefähr an der FH und bin seit letzten März Abteilungsleiterin für die neu gegründete Abteilung Innovative Lehre. Und ich nehme natürlich den Orca-Hintergrund und ich bin immer noch Netzwerkstelle. Aber dadurch, dass ich jetzt sozusagen in einer anderen Machtposition bin, habe ich natürlich jetzt auch eine ganz andere Möglichkeit, das Thema OER auch an der Hochschule zu platzieren. Und meine Abteilung ist total sensibilisiert für OER und Orca. Ich habe eine Medienproduktion mit dabei, ich habe eine Kollegin, die macht ein neuberufenes Programm. Wir haben Kommunikation und von daher also ist es für mich jetzt sozusagen nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch in die Hochschule hineinzuwirken und Lehrende dafür zu sensibilisieren. So viel von mir. Danke. Danke. Nee, Sina, das finde ich auch toll, weil wir müssen ja wirklich gucken, wie kann man so ein Netzwerk, auch die Wirksamkeit, ne? Wir wissen alle, das ist sehr engagiert, macht ganz tolle Arbeit, aber wir haben ja so verschiedene Hochschulen, ne, im Netzwerk. Wir haben die Fernuni Hagen, die auch immer so bekannt ist für Openness. Muss man vorsichtig, also ich war da selber mal 10 Jahre, deswegen glaube ich, kann ich das auch sagen. Oder wir haben die Uni Köln, ne, mit der Magda, Entschuldigung, dass wir dich dauernd ansprechen, aber es sind ja riesen Tanker, ne? Und dann denkt da eine Person, was soll die bewirken? Und deswegen, so wie Sina, du das gerade beschrieben hast, ist das ja, glaube ich, genau der richtige Weg. Dass man guckt, wie kann man sich verankern und in seinem unmittelbaren Umfeld da auch die Leute durchs Hintertörchen zwingen zu ihrem Glück. Ja. Genau, jetzt haben wir, Daniel, tut sich was im Stream? Gibt es Beteiligung? Okay. Ja, da sehe ich noch von Matthias eine Wortmeldung, das Mikrofon kommt.
Sorry, ich schon wieder. Du hast gerade Wirksamkeit angesprochen, da hänge ich mich einmal dran. Wir haben an der RUB 2015-16 rum so ein erstes Open-Portal aufgebaut über das jetzt ZFW. Und wenn ich schaue, wer sich an der RUB mit OER beschäftigt, jetzt trotz Policy etc., es sind mehr, aber es sind irgendwie immer noch so die gleichen Leute. Das ist ja das Problem, was wir in der Szene sowieso haben. Wir sind klein, auch wenn das häufig größer wirkt. Wie ist da so die Erfahrung auch an den anderen Hochschulen? Also welche Wirksamkeit kann man schon feststellen, dass das Thema in die Breite gelingt, vielleicht auch gerade in Bereiche der Lehre, die nicht so groß im Fokus der Hochschule sind? Ja, vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal ansprechen, dass sehr viele zum Beispiel OER-Policies in letzter Zeit verabschiedet wurden, also so, dass das tatsächlich auch von offizieller Seite quasi ein Statement von den Hochschulen einfach ist, dass sie dahinter stehen. Ansonsten, was hast du? Hast du noch? Mit den Fachtagen vielleicht? Ja, genau. Also es gab jetzt auch im vor allem im letzten Jahr einige Fachtage, die organisiert wurden, wo auch die Netzwerkstellen bei der Organisation dabei waren, wo man dann auch also nach Fach dann überlegen konnte, okay, was ist hier wichtig oder welche Materialien gibt es oder wo finde ich genau Materialien zum Thema Naturwissenschaften. Und also ich denke, das hilft auch, also dass man sich da einfach fachspezifisch auch nochmal austauschen kann bei solchen Veranstaltungen. Genau, also das sind die sogenannten OER-Fachtage, findet man auch Dokumentation auf der Orca-Seite. Sehe ich noch eine Meldung? Ich glaube, die Zeit haben wir noch. Ich müsste dich aber bitten, Florian, dich kurz zu fassen. Genau, nur ganz kurz als Ergänzung dazu vielleicht. Die OER-Content-NRW-Zahlen, die ja in der ersten Förderrunde, wo wir als Netzwerkstellen noch nicht da waren, ich glaube bei 28 Anträgen lagen und dann in dem Moment, wo wir da waren, direkt auf 58 und dann im Jahr darauf auf 68 hochgegangen sind. Das sind nicht Einzelanträge, sondern Anträge von Konsortien. Das heißt, da steht eine Vielzahl von Lehrenden hinter diesen Anträgen, und das möchte ich einfach mal behaupten, ohne dass es bewiesen ist, durch unsere Unterstützung, dass auch dorthin auf den Weg gegangen sind, zu sagen, ja, wir lassen uns auf das Abenteuer OER ein und wie ich hoffe und glaube, da auch gute Erfahrungen gesammelt haben. Ja, Dankeschön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Henrike, liebe Anna, dass ihr hier oben auf der Bühne wart. Ja, danke. Und genau, sprecht die beiden gerne an, jetzt auch danach in der Mittagspause, zu weiteren Fragen zum spannenden Netzwerk Orca Landesportal. Vielen, vielen Dank. So, jetzt bleibt die Couch leer. Jetzt kommt, wollt mir nochmal versuchen, das zusammenzufassen oder den Blick, ich habe es ja schon angedroht, Konrad, ne, in die Zukunft zu richten. Also wir haben gesprochen über KNÖR, über die Vernetzungsinitiativen, Vernetzungsbemühungen, die wir haben. Wir haben gesprochen über die IT, ne, die Infrastrukturen und jetzt über die Communities. Ne? Und auch, danke Florian, der gute Hinweis, wir brauchen natürlich auch Förderprogramme. Ne? Es sind alles verschiedene Bausteine, ne, die wir auch, da sind wir auch dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft sehr dankbar in Nordrhein-Westfalen, die sich da wirklich sehr großzügig zeigen, uns unterstützen, also auch mit sowas wie Rechtsinformationsstelle. Ja. Also es sind wirklich alles komplementäre Bausteine, die einzahlen, um das Thema voranzubringen. Und für die Zusammenfassung jetzt einen Ausblick die letzten 10, 15 Minuten, bevor wir alle die wohlverdiente Mittagspause antreten können, habe ich das hier nochmal so versucht zusammenzufassen, also um uns nochmal abzuholen. Ne? Also dass wir, was ist denn eigentlich das große Ganze? Also das geht wirklich darum, OER und Open Education als Mittel, ne, um Gute, und Gute habe ich in Anführungszeichen gesetzt, weil da gibt es wahrscheinlich verschiedene Interpretationen, Hochschulbildung im digitalen Zeitalter zu ermöglichen. Also es sollte gerecht sein, sozial gerecht, demokratisch, aber auch, was wir heute Morgen in dem Beitrag von Julian Pyrasch hatten, digital kompetent und souverän. Ne, das war mir halt nochmal wichtig, ne, dass wir
da das ganz große Bild aufmachen, weil Konrad, du kannst dich wahrscheinlich auch noch erinnern, diese OER-Bewegung war ja immer sehr stark idealistisch, ne? Die letzten 15, 20 Jahre, jetzt sind wir ein Stück weitergekommen, auch gerade was so die Technik oder die Vernetzung betrifft. Aber wie schätzen du das ein, jetzt auch im Hinblick, ist es immer noch so bewusst, also mit diesen Werten, sage ich mal, ne? Also ich schätze das schon so ein, ne, dass OER ein Weg ist zu guter, in Klammer, digitaler Hochschullehre und Bildung. Ja. Das mag auch vielleicht auch noch andere Wege geben, aber also wir sehen das schon als solchen Weg an und ich finde, das hat vielleicht auch ein bisschen, nicht unbedingt was Idealistisches, ist vielleicht das falsche Wort. Ich denke, das ist vielleicht ein Verständnis von Bildung, das hinten dran steckt, ja, das viel mit humanitärer Seite von Bildung zu tun hat, mit Zugänglichkeit, mit Offenheit, mit Chancengleichheit, ja, und das wir natürlich adressieren wollen, aber ich finde, daneben gibt es eben auch noch diese gute Lehre, die Didaktik, ja, die hinten dran steckt, ne, die innovationsförderliche Didaktik, die insbesondere hinter Open Education Szenarien oder Open Education Practice jetzt als neuere Debatte, die ich auch gut finde, stecken. Und man kann im Grunde sagen, wir kümmern uns jetzt hier zwar um OER, aber eigentlich kümmern wir uns ja um gute Lehre und gute digitale Lehre, die hinten dran steckt. Ja, und das ist unser Ziel auch für die Zukunft. Und natürlich könnte das noch schneller gehen. Manchmal könnte man auch die Frage stellen, ist es doch auch so wirksam, wie wir uns das wünschen? Aber ich sehe es schon so, dass es geht langsamer, kontinuierlich. Ja, es wird struktureller. Es wird auch bei den Hochschulen immer mehr zu einem strategischen und einem USP-Punkt, ja, und das ist eine gute Entwicklung, die in die Richtung geht, ja, also die sowohl diese bildungspolitische Seite, aber eben auch diese Verbesserung von Studium und Lehre abbildet, ja. Ich wollte nochmal vielleicht so einen kleinen Kritikpunkt oder einen kleinen Widerspruch jetzt, dass es hier nicht so kuschelig ist. Ja, zwischen uns. Ja. Also ich habe das ja auch so wahrgenommen. Es gab gerade auch so im Hochschulforum Digitalisierung große Bestrebungen, dass Hochschulen sich auf den Weg machen müssen, eine Digitalisierungsstrategie zu machen. Dann gibt es ja sowas wie eben diese hochschuldidaktische Communities, die sich sehr engagieren, sagen gute Lehrer aus der Hochschuldidaktik. Und jetzt kommen wir noch mit OER. Also ich sehe da so gesehen so verschiedene Stränge. Und es geht da darum, wie kriegt man eine Fusion hin. Ne? Wie können das mehr aufeinander bezogen werden, dass eben, dass wir rauskommen bei OER aus dieser Parallelität. Ne? Wenn man dann guckt, das spielt da, oder ich habe es immer so wahrgenommen, hat es nie eine Rolle gespielt, wenn du dann irgendwie OER in irgendwelche Dokumente eingegeben hast, dann gab es nicht so viele Treffer. Das wird jetzt besser. Ne? Es gibt ja auch neben der schon genannten BMBF-OER-Strategie auch sowas wie die Empfehlungen zur Digitalisierung, Studium und Lehre vom Wissenschaftsrat, wo das ja auch drin ist. Aber wie schätzen du das ein mit dieser Parallelität? Gut, also das, wie eben schon erwähnt, also ich denke, dass die Bemühungen, die wir jetzt in all unseren Partnern auch im Knörpart oder Orca, auch die Huschen damals, das war ja diese Verbindung zur Alltagslehre, zur curricularen Verankerung. Und ich glaube, dass durch die vielen Programme, die es jetzt auch gibt, die Früchte, die wird sich auch erst in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren noch viel stärker, können wir die auch ernten. Und das ist die richtige Entwicklung. Und dass man sich da mehrsträngig auf den Weg macht, ich finde, das ist ja normal. Wir haben es einfach mit einer komplexen Umgebung zu tun, dass man da jetzt irgendwie eine Strategie wählt und die alle verfolgen, das ist ja so unrealistisch. Ja? Also insofern sehe ich das alles ein Stück weit entspannt, ja. Und natürlich muss man die verschiedenen Interessen und Stakeholder irgendwie zusammenbringen, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg jetzt. Also wenn man in Deutschland guckt, die sind immer dafür kritisiert worden, dass man in OER so weit hinterherhängt, aber jetzt machen wir uns auf den Weg, wenn auch langsam, aber ich bin da voll froh, dass es so Knörr-Geschichten gibt. Ne? Okay, ich will dich auch nicht ausbremsen in deiner Euphorie. Stichwort, ich spring mal. Du hast ja gesagt, nächste 3 bis 5 Jahre. Ich habe jetzt hier für den Abschluss, habe ich versucht, auch nochmal so ein paar Kernfelder zu oder Handlungsfelder, also für die OER-Community, die wir hier versucht haben, nicht nur im Bochum, sondern auch an den angeschlossenen Endgeräten zu versammeln. Ne, also da haben wir jetzt von links nach rechts OER-Infrastruktur, da haben wir ja, glaube ich, sehr, sehr viel Input von Klaus Wannemacher gehört, die Studie ist veröffentlicht, bitte alle lesen. Aber so ein Ziel könnte ja sein, dass wir gucken, wie kann man jetzt so Basiskomponenten aufbauen, Repositorien, abgekürzt Repo, ne, dass eben möglichst alle Hochschulen in allen Bundesländern darauf zugreifen können und natürlich sich vernetzen, ne, mit anderen.
Dann OER-Qualitätslabel Siegel, das ist ja auch schon gleich immer wieder angeklungen. Da arbeiten wir auch dran. Also wie kann man länderübergreifend auch Mindestanforderungen definieren, ne, um dann so ein Siegel, TÜV oder wie man es nennen will, zu machen. Und auch ein kleiner Teaser, was wir bei KNÖR jetzt gerade intern diskutieren, um uns da auch mal ein bisschen in die Karten schauen zu lassen. Wir beschäftigen uns mit so einem Thema, das nennen wir KNÖR-Kollektion, wegen der Alliteration, ne? KNÖR-Kollektion. Also es geht um eine OER-Sammlung, dass wir gucken, zum Beispiel, also was wir bei Orca schon haben, Studieneingangsphase, Materialien für Mathematik, für Sprach- und Textverständnis, für Lernstrategien. Da schlummern Materialien auch in anderen Portalen. Und die kann man ja zusammenfassen und eine grüne oder rote Schleife drum machen und zu einer Kollektion. Ne? Und das versuchen wir jetzt mal aufzusetzen, also möglichst niedrigschwellig mal so ein Konzept, dass wir eine Materialerschließung und zur Verfügungstellung machen als Grundversorgung an allen Hochschulen. Und vielleicht jetzt noch ein bisschen dickeres Brett, ganz rechts, ne? Sowas wie Open Degree oder Zertifikat, also kennt vielleicht auch die Diskussion zu Nano-Degrees, Micro-Credentials, da gab es ja auch mal vor ein, zwei Jahren eine Empfehlung der HRK dazu, dass Hochschulen sich auf den Weg machen. Also kurz gesagt geht es darum, Abschlüsse, zertifizierte Abschlüsse unterhalb vom Bachelor. Und die Idee wäre, dass man sagt, es schlummern in den OER-Portalen so viele Materialien, ganze Kurse, Sammlungen, das mal zusammen zu bündeln und damit zu arbeiten und sich das zu zertifizieren zu lassen von der Hochschule. Ne? Das wäre, also wo man gerade eine größere Auswahl hat, ich habe mich da mal inspirieren lassen von der Open University in UK, die bieten genau sowas an. Also ich glaube, da könnten Hochschulen auch sehr viel schneller reagieren auf die Themen. Okay, ich kriege schon so ein Zeichen gemacht, ich deute das jetzt als unmittelbaren Abbruch, aber nicht um uns... Schade, ich würde was sagen, aber egal. Genau, Konrad, wir müssen später. Das auf die Pause verschieben. Ja. Vielen Dank, dass ihr alle so tapfer hier zugehört habt. Jetzt steht die große Mittagspause an und zwar, die Überraschung wird gelüftet, es gibt Essen, Currywurst in veganer und normaler Ausführung. Suppe, ebenfalls beides vorhanden. Nutzen Sie auch gerne hier die Community Spaces rechts und links. Stärken Sie sich. Wir machen hier weiter mit dem offiziellen Programm um 13.05 Uhr. Bis dahin, guten Appetit.